Wir befinden uns derzeit in unserer Werkshalle, in der wir unsere lineare Anlage stehen haben. Mein Name ist Albert Paparo. Ich bin promovierter Chemiker aus der Metallorganik und als Laborleiter bei der ENESPA ist es meine Aufgabe, die ganzen Prozesse wissenschaftlich zu begleiten, zu dokumentieren, um bei der Verbesserung der Prozesse mitzuwirken. Wir haben diesen Standort hier gewählt, weil wir hier innerhalb kürzer Zeit bauliche Änderungen an der Anlage durchführen können und diese Änderungen auch testen können. Von hier wird die lineare Pyrolyseanlage der ENESPA gesteuert. Hier überwachen wir den Prozess, ändern bei Bedarf die Parameter und schauen uns jetzt einmal im Detail an, wie der Prozess funktioniert. Unser Prozess beginnt damit, dass geschredderter Kunststoff in die Bufferbox eingespeist wird. Dort können wir 21 Kubikmeter Material vorhalten. Dieses wird hier abgewogen, für die Bilanzierung des Prozesses sehr wichtig, und gelangt über Förderbänder in den Plastifikator. Den Plastifikator können Sie sich vorstellen als zwei gegenläufige Schnecken, wo das Material erhitzt wird und wie Teig geknetet wird. Dieses vorgewärmte Material gelangt dann in einen noch heißeren Teil, und zwar durch ein Ventil in den Extruder. Dieser Extruder verflüssigt das Material, sodass es schön in das Reaktorrohr gelangt. Das Reaktorrohr ist der eigentliche Teil des Prozesses. In diesem Prozess wird der Kunststoff auf bis zu 600 Grad Celsius erhitzt, und bei diesen Temperaturen geschieht dann die Thermolyse. Das ist eine chemische Reaktion, wo lange Kohlenwasserstoffketten, denn nichts anderes sind Kunststoffe, in kürzere Teile zerschnippelt werden. Diese kürzeren Kohlenwasserstoffmoleküle sind dann letztendlich je nach Kettenlänge wachsartig, flüssig oder gasförmig. Wachse, aber auch Additive wie Farbstoffe werden über den Austrag hier gesammelt. Die Pyrolyseöle werden in einer ersten Stufe bei der Hochtemperaturkondensation bei bis zu 80 Grad Celsius auskondensiert. Dieses Material kann man dann später austragen und sammeln. Eine weitere Kondensationsstufe findet bei bis zu 10 Grad Celsius statt. Auch dieses Material wird gesammelt und zur Verfügung gestellt. Alles das, was bis 10 Grad Celsius nicht auskondensiert ist, gelangt durch einen Wasserbubbler in den Gasaustrag. Dieses Gas kann man zur Energienutzung verwenden.